Hallo zusammen da draußen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sitze hier mit meinem guten Kumpel und Freund Manni Ludol. Hallo. Hallo. Ich sitze hier mit meinem Superfreund Puffy. Ich habe den Namen Puffy gelernt. Ja, früher dachte ich, Sebastian. Da habe ich Puff, Puff. Ja, ich habe Namenproblem. Puffy eingeschossen, ne? Puffy hat mich geil. Puffy geht auch. Manni und Puffy. Wir machen da nochmal ein Format raus. Mach mal. Und ich muss sagen, bei Manni ist es so sensationell, denn unter dieser Mütze fängt schon das Herz an. Manni ist der positivst gestimmte Mensch, den ich jemals getroffen habe. Diesen Mann erschüttert nichts. Dich erschüttert einfach nichts. Du siehst alles immer irgendwie positiv. In die rosa-rote Brille. Und deshalb will ich jetzt ein Experiment mit dir machen. Ja, mach mal. Ich werde dir jetzt verschiedene Szenarien benennen. Ja. Und dann sagst du mir, wie du mit deiner positiven Einstellung darauf reagieren würdest. Mhm. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Szenario Nummer 1. Du fährst wunderbar auf der Autobahn und vor dir heißt es auf einmal Vollsperrung. Du stehst stundenlang im Stau. Was machst du? Ich mach das Auto an und mach Picknick. Nein. Ja. Wie Picknick? Picknick. Im Auto, aus dem Auto steckst du aus? Ich steige aus dem Auto aus, setze mal auf dem Dach, nehme eine Limo und trinke. Ja. Manche fahren jetzt sogar in den Stau rein. Das ist wie ihr Urlaub. Das ist, also du machst hier einfach einen Urlaub aus dem Stau? Korrekt. Also, ja, da kann nicht mehr viel passieren. Mann, ich tippe für alle Staustehenden. Richtig. Einfach einen Urlaub draus machen. Richtig. Szenario 2. Du fährst rückwärts die Wokbahn runter. Was macht Manni Ludol? Viel Spaß dran, man kann alles sehen. Ich liebe den Rückwärtsgang, aber Paul hat es mir auch geklaut. Er ist auch rückwärts. Ist er auch rückwärts? Ja, geil. Das ist geil, weil Manni sagt dann einfach, scheiß drauf, fahr ich halt rückwärts. Ja, ja, ist doch nicht schlimm. Ankommen ist alles. Ja, eben, ist ja keine Katastrophe. Ja. Mann, ey. Ja. Nummer 3. Du verschläfst einen wichtigen Termin. Ich drehe den Tag zurück. Du drehst den Tag zurück? Ja. Indem du dann deinem Gegenüber einredest, nee, das ist ja erst morgen. So ist es. Ja, natürlich. Das ist ein geiler Tipp. Ja. Man kann nie einen Termin verpassen, wenn man sein Gegenüber einredet, der Korrekt. Ist morgen. Ja, das ist so. Den werde ich mir merken. Ja. Sollten die Sendung dann Donnerstag machen. Ja, das ist gut. Der ist schön hier. Du rutschst mit dem Fahrrad aus und brichst dir 4 Rippen. Das ist scheiße, aber ich werde von alle bemitleidet. Und das ist auch geil. Genau das. Ja, das ganz ist ehrlich. Ey, ich habe mir auch überlegt, ich behalte die 4 gebrochenen Rippen, weil ich wurde selten so nett empfangen, wie seit diesem Rippenbruch. Richtig. Und da haben die Leute dich noch ein bisschen mehr gekannt. Da haben sie den wahren Puffy kennengelernt. Das ist auch verletzlich. Dieser Mensch, ja. Der Puffy, der Mensch. Und nicht dieser, der vor der Bühne steht, ja. Der Kabarettist, sondern der Mensch Puffy. Ja. Ja. Und der ist super geil. Siehste. Ja. Ich bin froh, dass ich dich habe. Du vermalst dich beim Malen. Also wenn du ein Bild malst, du vermalst dich. Wie reagierst du? Ganz einfach. Fehler ist das Schönste. Ich mache die meisten Fehler, auch im Leben. Aber das ist doch schön. Wer Fehler macht, weiß, was er richtig macht. Fehler zu machen, ist das große, das Beste. Ich suche auch bei meiner Frau und so weiter, die Fehler, das sind die größten Vorzüge. Nicht die positiven. Ja. Die Fehler sind das Beste. Und da mache ich die meisten. Ganz ehrlich, da kann David Brecht einpacken. Ne? Das ist eine Philosophie. Und dann, du streitest dich mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Was machst du? Streit mit der Partnerin. Erstmal sage ich, du hast recht und geh auf den Dachboden. Manni! Ja. Keiner weiß es so gut wie du. Dankeschön. Nochmal danke, dass du hier warst. Was machen wir als nächstes? Das liegt an dir. Ich mache alles. Bloß nicht nackig rumlaufen. Nee, das lassen wir. Nackig rumlaufen. Wir gehen nicht zusammen in die Sauna. Vielleicht sollten wir ein Reisemagazin oder sowas machen. Ja, auch gut. Oder wir wollten mal singen. Das geht auch. Du bist doch schon Schlagerbarde. Ja, aber singen kann ich nicht, aber ich bin laut. Ich glaube, man muss auch nicht singen können. Lautstärke reicht vollkommen. Ja. Ich freue mich auf das nächste, was wir machen. Korrekt, aber wichtig, dass du gesund wirst. Ist mir wichtiger, was wir machen. Versprochen. Das ist es. Ciao, ciao. Wir bleiben so, wie wir sind. Ihr da draußen auch. Ciao, ciao. Macht es gut. Manni und Puffy.